Ja, willkommen zurück und wie bereits angekündigt, geht es heute ums Online-Dating und um eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und da würde ich direkt mal anfangen. Hau raus. Und zwar die Melanie fragt uns ganz allgemein, wo sind all die coolen Männer hin? Kennst du coole Männer? Ja, also. Also außer mich? Warte mal, lass uns mal erstmal definieren, was sind denn coole Männer? Mein psychologischer Sachverstand sagt, dass wo sind all die coolen Männer hin, bedeutet, wo sind all die Männer hin, die mich nicht verarschen. Ja, ich glaube, Ehrlichkeit ist ein wichtiger Punkt, den Frauen suchen bei Männern. Und ich glaube, dass da viele Männer Defizite haben heutzutage. Ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, wo man coole Männer sucht. Also es gibt ja tausende Datingportale, es gibt Ja, tausende Apps. Ich ja. glaube, bei Tinder, wenn wir jetzt mal den Namen direkt raushauen, Ja. ich glaube, da findest du nicht unbedingt die coolsten Männer. Also wenn ich mich bei Tinder anmelden würde, dann wüsste ich, was ich suche. Also ich habe mich auch mit zwei Menschen unterhalten, weil ich jetzt nicht so der Tinder-User bin, aber ich habe mich mit einer sehr hübschen Frau getroffen, die sehr aktiv auf Tinder war, muss ich sagen, ja, Okay. war. Und jemanden, der, und mit jemandem gesprochen, der im Moment noch auf Tinder ist. Ich konnte mir auch mal sein Profilbild anschauen und alles so drum und dran. Und der hat auch von seinen Erfahrungen erzählt, aber dazu ein bisschen später erstmal was. Ja, alle coolen Männer, wo sind sie, um zum Ergebnis zu kommen? Können wir auch nicht richtig sagen, aber vor allem könnte man sagen, die Chance, einen richtig netten Mann zu finden, ist online anscheinend viel höher als einfach so jetzt, wenn wir in den nächsten Edeka laufen, einen netten Mann sehen, das Baguette vor ihm hinschmeißen, beide bücken sich nach dem, beim Hochkommen stoßen sie sich die Köpfe, gucken sich an und dann so ein Magic Moment, quasi so, wie wir uns kennengelernt So war das haben. damals. Es kam eine Frage von einem Mann, ja. Aber die fand ich ganz gut. Andi, wie soll ich die Frauen ansprechen, wenn ich immer das Gefühl habe, direkt gebasht zu werden? Oh, gebasht. Also Ist ich meine, so ein krasser Spruch wie, gibt's ja tausend Witze. So stört sich, wenn ich rauche, mich stört es nicht mal, wenn du brennst. Also so einen Spruch zu kriegen, ist natürlich hart. Ja. Ja? Und dass dann Männer insgesamt verunsichert sind, eine Frau anzusprechen, die vielleicht von oben nach unten guckt und sagt, Total. willst du mich verarschen? Ja. So, Also da ist das Online-Dating wesentlich einfacher. Ich finde das, also ich fand das mein ganzes Leben lang super schwer, Frauen anzusprechen. Das ist gar nicht so lange her. Vor ein paar Monaten oder so war ich mal abends unterwegs und da haben zwei Mädels getanzt und ungelogen, ungelogen. Hashtag ungelogen, ich wollte die beiden ansprechen, weil sie vor mir Du wolltest getanzt zwei haben Frauen und gleichzeitig ja, ansprechen. pass auf, die hatte nämlich gerade auf ihr Handy geguckt und ich wusste wirklich nicht, wie spät es ist. Und ich bin da ganz lächelnd hingegangen und wollte einfach nur sagen, entschuldige, darf ich? Und sie guckten mich an und schüttelten den Kopf und drehten sich weg. Und alle Leute ringsherum haben das gesehen. Und ich dachte, wow, wie unangenehm. Ich habe gerade einen Korb gekriegt, obwohl ich nur die Uhrzeit wissen wollte. Und ich konnte das dann nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin dann sogar noch hingegangen und gesagt, nein, Quatsch, Mann, ohne Scheiß, ich will euch gar nicht anquatschen. Ich will nur wissen, wie spät es ist. Und sie wirklich so, nein, wirklich nicht. Du bist zu alt. Okay. Also, ich kann das, wie heißt der junge Mann, der das geschrieben hat? Der Hannes. Hannes. Ey, Hannes, ich kann das total verstehen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wir haben ja ganz viele weibliche Zuschauer laut unserer YouTube-Analyse. Wie soll euch denn Mann bitte ansprechen? Man hat wirklich das Gefühl, egal was du sagst, es kann nur schiefgehen. Ich bin da, verstehe Hannes vollkommen. Gebt uns Tipps, Leute. Der beste Spruch ist wahrscheinlich: Hallo, ich bin Milliardär. Ich würde vorschlagen, bevor wir zu deinen Gesprächspartnern Ja, kommen, ich ja. bin übrigens sehr gespannt, ich weiß selbst auch noch nichts, was da passiert ist. Ja. Wie stehst du denn zu diesem ganzen Online-Dating-Kram? Hast du mal irgendwas genutzt? Nutzt du gerade selbst was? Ja, was sind deine Erfahrungen? Meine Erfahrungen in dem Bereich sind nicht so krass, muss ich sagen. Also ich habe es nie benutzt, so eine Dating-App. Also ich kenne eigentlich auch nur Tinder, so aber vom Ruf her kenne ich dieses, Tinder ist wirklich zum Ficken da. Ja, So, ja, das klar. ist halt krass. Ja, aber es ist halt ganz anders als in den Gesprächen. Kommt was ganz anderes bei rum. Echt? Ja, leider ja. Also, Leider ja, Mann, ich wollte übers Ficken reden. ja. Ich habe das halt nicht so benutzt. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich so ein bisschen über Chat geflirtet habe, war so in StudiVZ-Zeiten. Ja. Nee, ich habe das nicht benutzt und bin dem auch dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich habe immer das Gefühl, dass das nicht so ist, wie wenn man jemanden in echt kennenlernt. Bin ich ein bisschen altmodisch, muss ich sagen.
ich dachte mir immer so, ist doch nicht so schwer, irgendwie in der, also in der Disco jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht in einer Bar oder sowas oder generell, wenn man jemanden sieht, den man vielleicht 2-3 Mal mehr gesehen hat oder so, weil man den gleichen Weg hat oder so, den mal anzulächeln, den oder beim Fitness jemanden anzulächeln oder sowas. Also das fand ich immer nicht so schwer, da irgendwie Kontakt zu kriegen, aber deswegen dachte ich immer, dass sowas vielleicht nicht so notwendig ist, so eine App. Ich finde es im Prinzip gut, dass die jungen Leute die Möglichkeit haben, sich so schnell kennenzulernen, wobei ich im andersrum wieder, wenn ich es kritisch sehe, denken würde, ja, vielleicht nimmt es denen auch so ein bisschen diese zwischenmenschliche Erstaufnahme des Eindrucks einfach weg. Hast du denn irgendwelche Erfahrungen gemacht ja. mit Online-Apps? Ja, also du bist angemeldet bei so einer App. Nee, ich bin nicht angemeldet. Ich habe tatsächlich meine allererste Freundin, aber das ist krass, das ist 16 Jahre her. Also so in den gab's da schon Internet? Ja, gab's schon Internet, gerade neu. Im hausaufgaben.de-Chat habe ich meine allererste Freundin kennengelernt. Sie hat damals in Köln gewohnt, ich glaube, wohnt sie immer noch. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Also es war eine riesen weite Entfernung, aber wir haben da geschrieben, wir haben dann sogar noch Briefe ausgetauscht, weil Fotos austauschen ging übers Internet noch nicht. Das heißt, wir haben Briefe geschrieben mit Fotos. Richtig, mit handgeschriebene Briefe. Das ist krass, ne? Handgeschriebene Briefe mit echten Fotos drin. Das heißt, du musstest erstmal 4-5 Tage warten, um dann überhaupt eine Resonanz zu kriegen auf dein Foto. Man hat da auch noch nicht Penis- und Brustfotos. Penis- und Brustfotos. So sollten wir die Folge nennen. Penis- und Brustfotos verschickt. Aber es hat irgendwie funktioniert. So, meine erste große Liebe war tatsächlich übers Internet kennengelernt. Wenn ihr meine Erfahrung mit einer Pornodarstellerin wissen wollt, und wenn ihr wissen wollt, was Andi mit seiner Tinder-Freundin, kann man das so sagen? Ja, meine Tinder-Freundin. Alles so gemacht hat. Dann klickt einfach auf das nächste Video, dann sehen wir uns gleich wieder. Und denkt dran, hier einen Daumen hinterlassen und uns abonnieren. Bis gleich. Pornodarstellerin.